Servus, moin, moin und hallo. Hier ist der Gorn und bei mir ist heute der Henning. Moin. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Tutorial-Reihe WoT für Anfänger. Beim letzten Mal haben wir euch ja gezeigt, wie ihr das Spiel installiert, wo ihr es herbekommt und wie ihr es startet. Und heute gehen wir dann mal auf den Hauptbildschirm ein und was die ganzen vielen Knöpfe hier zu bedeuten haben. In der Mitte seht ihr zuallererst einmal das wunderschöne Wargaming-Event momentan, die großen Finale am 25. und 26. Das ändert sich regelmäßig. Normalerweise habt ihr hier eine schlichte Garage. Jetzt durch das Event halt dieses wunderschöne Feuerwerk. In der Mitte euer Panzer, den könnt ihr euch angucken und frei rotieren, wenn ihr mit der linken Maustaste draufklickt und die Maus bewegt. Den seht ihr von allen Seiten, nur nicht von unten. Momentan können wir leider nicht alle Seiten zeigen, weil das bei dem Event momentan blockiert ist. Ihr seht ihn nur von vorne und ein bisschen von der Seite. Und ja. Ja, richtig. Also das ist im Moment halt bei dem Event blockiert. Man sieht halt um den Panzer rum noch ein paar der Stufe 8 der Fahrzeuge, wo man dann später auch noch drauf kann. Und man sieht halt auf der linken Seite gleich die Besatzungsmitglieder. Die Besatzungsmitglieder haben eine bestimmte Prozentzahl. Das gehen wir aber auch später drauf ein. Dann sieht man, dass sie noch verschiedene Aufgaben haben und dass da bei den Anfangspanzern ein Plus da ist. Wie gesagt, wir gehen nur auf das Interface im Moment rein. Auf die speziellen Knöpfe und so kommt in einem nächsten Video alles dran. Also wir gehen jetzt nur auf das Interface ein. Wenn man weiter runterkommt, dann sieht man das Tankkarussell mit den sechs Einzelpanzer, die man im Moment zu Anfang hat. Alle von jeder Nation. Das Stufe 1 Fahrzeug. Auch alles Stock. Später, wenn man mehr Fahrzeuge in der Garage hat, also im Moment kann man ja nur noch ein Fahrzeug hinzukaufen und dann wäre die Garage voll, aber man kann sich für Gold einfach auch noch mehr Garagenplätze dazu kaufen, dass man auch noch mehr Panzer beherbergen kann. Dann kommt später halt auf der linken Seite neben dem Tankkarussell, also neben dem Panzerkarussell, auch noch eine Filterfunktion dazu, was Nation, Stufe und Klasse angeht. Darunter sieht man dann die Kontakte, also deine Freunde, ob sie online sind, ob sie im Gefecht sind oder ob sie deine Freundschaftsanfrage überhaupt schon angenommen hat. Dann kann man darunter einfach noch Freunde hinzufügen, dann Ordner, die kann man in Gruppen erstellen, sodass du zum Beispiel bestimmte Freunde in bestimmte Ordner setzen kannst, damit du gleich weißt, welche Freunde das sind. Dann hat man halt noch ein paar Einstellungen. Dann sieht man im Fenster neben Kanäle. Es gibt bestimmte Kanäle, man kann Kanäle erstellen, entweder private Kanäle für irgendwelche bestimmte Freunde oder so, wenn man irgendwas Größeres vorhat. Oder man kann auch einen Fun-Channel erstellen, wo man einfach Leute trifft, die einfach da mal beitreten können. Oder man kann auch Channel für spätere Clan-Suche erstellen, sodass man neue Rekruten hat. Rechts daneben sieht man den Allgemeinchat, also da kann jeder reinschreiben, was er will. Also jeder auf diesem WoT-Server, ob das nur EU1 ist oder EU2, das ist getrennt. Das ist einfach der Allgemeinchat. Das ist eigentlich hauptsächlich englischsprachig, weil das ist ja in jedem Online-Game so. Aber es gibt halt immer diese Ausnahmen, die dann entweder tschechisch, polnisch oder auch mal französisch dabei ist, aber man kann so reinschreiben, was man will. Dann sind normalerweise, wenn man dann noch einen Chat mit seinem Freund erstellen will, kommt daneben auch noch die Chats der Freunde. Das erklären wir ja, wie gesagt, Und später. über dem Tankkarussell seht ihr die ganzen Module. Da wäre zum einen die Kanone, der Turm, der Motor, die Kette und das Funkgerät. Die habt ihr bei jedem Panzer. Und wenn ihr später dann die ersten Gefechte gefahren seid und die ersten Erfahrungen gesammelt habt, dann könnt ihr euch da neue Module freischalten und diese dann einbauen in den Panzer. Zum Beispiel größere Kanonen mit mehr Durchschlag oder Türme, die schneller drehen oder Motoren mit mehr PS. Dann habt ihr da die drei kleinen Icons, das sind die Zusatz. Materialien, also ich weiß auch nie, wie man die nennt, das ist Zubehörplatz, steht da, aber ich sag da Ja. immer, ich sag Einbauplätze Die einfach. Einbauten, genau, die Richtig. Einbauten. Da habt ihr zum Beispiel die Tarnnetze, die Lüftung, die Ansetzer, vertikale Stabilisatoren und was weiß ich noch alles. Da gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Sie sind
durch Credits erkaufbar, also die normale Ingame-Währung, und Richtig. ja, verbessern halt bestimmte Eigenschaften des Panzers. Genau. Dann daneben kommen die drei Granattypen. Im Normalfall sind das einmal die AP-Munition, die APCR und die HE-Geschosse. Da gibt es aber auch noch andere. Gehen wir in einem anderen Video genauer drauf ein. Und dann habt ihr zuletzt die drei Verbrauchsmaterialien, wo ihr zum Beispiel kleine Ersatzteilkisten oder Feuerlöscher mitnehmen könnt, die ihr im Gefecht dann, wie der Name schon sagt, verbrauchen könnt, falls ihr sie braucht. Darüber kommt dann noch der Knopf Wartung. Da könnt ihr nochmal genauer sehen, was habt ihr geladen. Da könnt ihr eure Fahrzeug reparieren, automatisch nachladen lassen, was möchtet ihr mitnehmen. Und daneben noch der Knopf Äußeres, wo ihr euren Panzer dann individualisieren könnt mit Farbe, Tarnfarbe und auch mit Sprüchen, die ihr draufschreiben könnt. Allerdings nur bestimmte, von Nation zu Nation unterschiedlich. Ja, dann Genau. seht ihr auf der rechten Seite des Bildschirms den Namen ganz oben, die Klasse, ob leichter, mittlerer. Stopp. Hatten wir das Mitteilungscenter unten? Oh, richtig, das Mitteilungscenter. Das haben wir nicht gemacht, ne? Nee, da meine ich nämlich auch. Richtig, dann mache ich noch das Mitteilungscenter jetzt noch mit und dann. Okay. Gut, ihr seht unten rechts das Mitteilungscenter. Da werden immer. Kommt immer ein Brief, willkommen auf dem World of Tanks Server, WoT EU1 oder EU2. Kommt drauf an, wo ihr euch einloggt. Und dann aus Sicherheitsgründen, da wird immer angeboten, dass man sich eine Telefon, dass man seine Handynummer da angeben kann. Macht es, wenn ihr wollt, oder lasst es sein. Es ist eigentlich ziemlich. Ich find's zum Beispiel sinnlos, aber wenn ihr meint, dass ihr es haben müsst, dann macht es. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Hast du dir da jemals eine Handynummer einspeichern lassen von World of Tanks? Nicht. Handynummer gebe ich auch sehr ungern an, nur. Deswegen, das ist immer so eine Sache, ne? Aber dann wird da auch angezeigt, wenn ihr aus einem Gefecht rauskommt, oder dann werden die vorherigen Gefechte entweder angezeigt oder die ganz neuen Ergebnisse, welchen Panzer, auf welcher Map, wie viel Credits und wie viel Erfahrung ihr gemacht habt. Und halt noch Leistung auf dem Schlachtfeld, also was ihr so erbracht habt. Dann wird noch angezeigt ein Fenster, was es da noch zu sehen gibt einfach. Da werden wir auch später noch drauf zukommen. Dann seht ihr da drüber. Ich fange jetzt mal oben an. Den Renault NC1 31 habe ich jetzt hier angewählt. Das ist der Panzer, den ihr in der Garage seht. Dann seht ihr links daneben, das ist ein leichter Panzer. Und steht darum, welche Stufe und halt nochmal die Klasse. Dann seht ihr darunter einen Knopf Forschung. Da kommt ihr auf den Forschungsbaum des Panzers selber. Daneben ist ein silberner Stern. Und jetzt steht da im Moment noch eine Null, weil ich hier noch kein Gefecht damit gemacht habe. Dann kommt eine Liste, was da alles steht. Das Strukturpunkte. Der Panzer hat 100 Strukturpunkte. Dann seht ihr das Gesamt- und das Höchstgewicht, also wie viel der Panzer im Moment wiegt und wie viel der mit den Ketten aufnehmen kann. Dann die Motorleistung, die Höchstgeschwindigkeit und die Wendegeschwindigkeit, wie schnell sich der Panzer mit der Wanne drehen kann. Dann die Panzerung, Front, Seiten, Heck, sowohl Turm als auch Wanne. Dann von der AP-Granate den Durchschlag und den Schaden, den Standardschaden. Dann die Feuergeschwindigkeit, wie viel Schuss ihr in der Minute macht, also die Nachladezeit sozusagen. Dann die Turmdrehgeschwindigkeit, wie schnell sich der Turm drehen kann. Die Sichtweite und die Funkreichweite. Darüber sieht man wieder drei Knöpfe. Das ist einmal freie Erfahrung. Einmal Credits, also die Ingame-Währung, also was man sich erspielen kann, und Gold. Gold ist wieder der Spezialfall, wie in jedem Spiel, kann man sich mit echtem Geld kaufen. Also oben seht ihr sieben Knöpfe, das ist Garage, Lager, Nachschub, Wehrpass, Forschung, Kaserne und Festung. Wir sind jetzt gerade in der Garage, deswegen ist die auch gelb unterlegt. Dann habt ihr das Lager, da seht ihr, was ihr alles auf Lager habt, Munition, Module, Granaten, alles, was ihr halt noch im Lager habt, was ihr momentan nicht braucht. Dann unter Nachschub könnt ihr die einzelnen Sachen nachkaufen, wie zum Beispiel Granaten, wenn ihr die einzeln kaufen wollt, könnt ihr das da machen. Dann haben wir den Wehrpass. Da könnt ihr eure Statistiken aufrufen, welche Medaillen ihr gemacht habt, wie eure Siegrate ist. Aber da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Dann haben wir den Knopf Forschung. Da könnt ihr die Panzer erforschen der einzelnen Nationen. Habt ihr die alle schön im Überblick? Die sechs Nationen. Also China, Frankreich, Deutschland,
England, USA, Russland und Japan und halt die einzelnen Panzer und die einzelnen Fahrzeugmodelle, also Selbstfallerfetten, Artis. Genau, also alles, was Verschiedenes da drin ist, einfach. Genau. Dann haben wir noch die Kaserne. Da könnt ihr eure einzelnen Besatzungsmitglieder sehen. Die werden sich im Laufe der Zeit richtig ansammeln, weil ihr für die meisten Panzer einzelne Besatzungen habt. Da könnt ihr sie entlassen oder auch neue dazu kaufen. Und dann haben wir noch den Knopf Festung. Der ist für euch jetzt noch nicht ganz so interessant. Der kommt erst später wirklich zum Tragen, wenn ihr mal in einem Clan seid und wirklich dann auch Festungsgefechte macht. Das ist ein spezieller Modus. Den erklären wir Kommen euch dann später auch. Also das Genau. ist wieder etwas, will ich, was mehr Zeit in beansprucht. Genau. Und darunter seht ihr dann noch die aktuelle Anzahl auf den einzelnen Servern. Momentan 94.000, knapp 95.000 auf EU1. Und 170.000 sind es insgesamt, also bleiben dann knapp 80.000, die auf EU2 gerade spielen. Richtig. Bei mir ist es nur gerade anders. Ich bin ja auf WoT. EU2, ich habe jetzt 76.800 angezeigt auf WoT EU2. Dann war meine Schätzung ja gar nicht so schlecht. Ne, die war gut. So, dann seht ihr oben Zufallsgefecht, da könnt ihr draufklicken, da kann man auch verschiedene Modis auswählen: Teamgefecht, Kompaniegefecht, Festunggefechte, Spezialgefechte, Teamübungen und Gefechtsausbildung. So, worauf ich jetzt noch ein bisschen eingehen wollte, ist die Gefechtsausbildung. Die wird zu Anfang an angeboten, wo man auch die Grundlagen in WoT machen kann. Es hilft nicht viel, aber es werden wirklich die Grundlagen gemacht, wie man fährt, wie man schießt und alles so. Also es lohnt sich, das auch zu machen, weil man dann auch ein bisschen geschenkt bekommt, ein paar Credits und so. Und ich denke mal, unser erstes Gefecht werden wir auch mit euch durchgehen. Wir machen zuerst die Gefechtsausbildung mit euch einmal durch Richtig. und dann starten wir mal ein richtiges Gefecht. Aber das erst im nächsten Video. Richtig, das werden verschiedene Videos halt. Dann sieht man den sehr auffallenden orangefarbenen Knopf Gefecht. Damit geht er dann in dieses Gefecht rein. Jetzt nochmal in das Zufallsgefecht. Also werden verschiedene Spiele zusammengemischt. Und dann kann man auch noch einen Zocker stellen. Da kann man dann Freunde einladen oder irgendwelche Spieler. Die können dann da beitreten und ihr geht dann zusammen, bündelt in ein Gefecht, in ein Team und könnt zusammen kämpfen. Das ist eigentlich ganz spaßig, vor allem wenn man dann mit den richtigen Leuten fährt. Ja, dann kann man sich wenigstens drei seiner oder zwei seiner Teamkameraden aussuchen. Richtig, die dann, wo man auch weiß, dass die auch gut fahren können oder mit denen kann man auch gut fahren. Dann sieht man links in der Ecke, Standardkonto steht hier jetzt. Man kann sich auch Premiumkonto kaufen, gibt dann einige Besserungen. Zum Beispiel 50% mehr Erfahrung und Credits pro Zufallsgefecht. Also da springt dann ein bisschen mehr für euch raus. Und es lohnt sich auf jeden Fall manchmal. Also ich habe es auch wohl mal drin, aber eher selten. Kommt darauf an, ob ihr nur für das Spiel Geld ausgeben wollt oder nicht. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr euch Premium-Tage kauft, macht das, wenn die vergünstigt sind. Richtig. Es gibt so regelmäßig von Wargaming, dass sie Angebote machen, 50% vergünstigt oder so zu allen möglichen Events. Holt's euch dann. Es ist Richtig. deutlich günstiger. Ja. Und was ich noch dazu sagen will, ich will nicht euch jetzt ankabbeln, euch da was zu kaufen, aber es ist öfters, dass in Paketen zusammen was zusammengestellt ist und dass es dann auch alles um einiges billiger ist. Die Pakete kosten zwar mehr, aber ihr habt auch deutlich mehr Inhalt. Also wenn dann mal so ein Paket drin ist, selbst wenn es nur für 30 Euro wäre, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber es soll jetzt nicht ein Ansturm sein, dass ihr euch da was kaufen sollt. Es ist einfach nur ein Tipp von mir. Und ich denke mal, dass Gohan mich da auch bestätigt. Also Angebote in Packs sind einfach günstiger, als wenn man das alles einzeln kauft. Auf jeden Fall. Und ja, man kann auch ohne Gold gut in dem Spiel vorankommen. Alles Richtig. ist so freischaltbar, abgesehen von den Premium-Panzern, aber auch ohne die kann man leben. Richtig, das ist einfach, es ist kein Pay-to-Win-Spiel, also man muss nichts bezahlen, um gut zu sein. Eben, und gerade die Premium-Panzer sind ja meist sogar schlechter als andere Panzer auf Richtig. derselben Stufe. Sie bringen halt einfach nur mehr Geld und mehr Erfahrung, aber. Davon mal abgesehen, da hilft auch ein gutes Premium-Account, sagen wir mal so. Dann, jetzt gehen wir mal weiter. Wir wollen nicht die ganze Zeit bei Premium-Account und Geld stecken. Sieht man seinen Namen. Da kann man dann sehen, die persönliche Wertung. Da geht man wieder auf den Wehrpass nieder. Dann sieht man halt,
die persönliche Wertung, wie gut man ist, an wie viel Gefechten man teilgenommen hat und den Siegesanteil, also was eure Siegesrate ist. Da kann man auch noch mit einem Knopf auf den Wehrpass raufgehen. Und wenn ihr dann später in einem Clan seid, dann seht ihr auch noch ein paar Werte von dem Clan. Dann ganz links oben in der Ecke, ganz klein, WTEU2 mit einem Zahnrad seht ihr. Da kommt ihr in das Menü. Da könnt ihr auch so Server wechseln. Da könnt ihr euch vom Server trennen, um zum Beispiel auch so den Server zu wechseln oder auch sich mit einem anderen Account anzumelden. Dann sieht man die Einstellungen. Da kommt noch ein einzelnes Video von den Einstellungen, weil das auch wirklich viel ist. Und dann könnt ihr auch gleich mit einem Klick das Spiel verlassen, also dass sich WoT schließt. Und da kann man einfach unten zurück zum Spiel, dann kommt man wieder ganz normal auf die Garage. Dann gibt es noch ein letztes Knöpflein, das sind die Aufträge und Specials. Es gibt eine Kampagne, da könnt ihr verschiedene Aufträge abschließen, Missionen, da kriegt ihr etwas für geschenkt und am Ende kriegt ihr einen Premium-Panzer geschenkt, besondere, die man sich nicht kaufen kann. Bei Aufträgen und Specials, da sieht man halt die neuesten Aufträge, was man da so erfüllen muss. Da kriegt man auch wieder was geschenkt, sei es Credits, sei es Gold manchmal, das ist aber eher selten. Oder seien es wirklich Premium-Panzer. Man kann sich auch mit Aufträgen und Specials Premium-Panzer erspielen, was natürlich, je höher die Stufe ist, desto schwieriger wird es natürlich. Und es werden auch immer die neuesten Rabatte angezeigt, wie es jetzt im Moment der Fall ist, oben an der Spitze, Objekt 263. Das sind alle Panzer vor dem Panzer im Forschungsbaum im Angebot, sodass es alles leichter ist, die zu erspielen. So, dann würde ich sagen, dass das mit dem Garageninterface jetzt für das Video war. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden im nächsten Video deutlich tiefer in das Interface reingehen, also will ich alles genauestens erklären. Und hiermit verabschiede ich mich und lasse Gorn das letzte Wort, was er vielleicht noch sagen will. Ja, eigentlich gibt es da nicht mehr viel zu ergänzen. Ich hoffe, dass wir auch irgendwann nochmal dazu kommen, den Gefechtsknopf zu drücken und dass ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt WoT Tutorial Nummer 3.